Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom FM23 mit dem Projekt Wuppertal und den Start nach der Winterpause. Erstmal gehen wir rein und schauen, was ist in der Winterpause so finanziell, also beziehungsweise transfertechnisch passiert. Ein bisschen was war da auch nicht ganz Erfreuliches, aber schauen wir uns das mal zusammen an. Und zwar fangen wir von hinten an, die Abgänge. Rodriguez Pires hat uns leider verlassen. Mit ihm wollten wir den Vertrag verlängern. Das hat er ausgeschlagen und gleichzeitig dann, weil er ja ablösefrei war, dann im nächsten Sommer bei Academia. Das ist die dritte Liga Portugals, hat er unterschrieben. Wir haben dann natürlich versucht, ihn sofort zu verkaufen, weil wir können uns einfach nicht erlauben, so einen Spieler dann auch ablösefrei gehen zu lassen, auch wenn er 31 Jahre alt ist. Wir haben für ihn dann 23,5 bekommen. Das ist ein guter Wert. Zudem haben wir natürlich dann sein Gehalt gespart. Wir konnten es eh nicht ändern. Insofern habe ich mich dafür entschieden. Also er ist für 23.500 gegangen, genauso wie Michele Cordi, unser Ersatztorhüter und unser dritter Torhüter, muss man sagen. Der wollte unbedingt mit Pescara sprechen. Für ihn haben wir dann 5.000 Euro bekommen und mussten uns dann auf einen neuen Torhüter natürlich suchen. Das ist Christian Keilmann geworden. Schwierig auch, weil ich jetzt nur vom Scouting-Budget übrigens mal, ich darf nur in meiner eigenen Liga scouten. Es ist nicht mehr Geld da, um das Scouting-Budget quasi aufzuwerten, dann geht es dann auch noch in andere Ligen weiter. Also deswegen ist es echt schwierig, da irgendwie zu scouten. Ich musste ihn relativ offen verpflichten, von Wormatia Worms kam er. Da hat er allerdings durchgespielt, auch in Koblenz, in Trier, also war eigentlich immer irgendwo Stammkeeper. Und ich denke, da haben wir einen guten Ersatzkeeper geholt, der auch das akzeptiert hat. Also er hatte kein Problem mit dem Ersatzkeeper sein. Ablösefrei gekommen, also von daher gut. Dann habe ich im Sturm ja lange Zeit jemanden gesucht. Wir haben jetzt Raphael Steinmetz, habe ich mich letztendlich entschieden, aufgrund der Werte, die er so hatte im Vergleich zu denen, die wir sonst haben konnten. Der war auch schon mal beim WSV übrigens in der Saison 17-18, da in 10 Spielen 2 Tore gemacht, hat dann in Oberhausen auch immer wieder seine Tore gemacht. Das war das, wo ich gedacht habe, okay, den können wir jetzt holen. Und dann auch ein bisschen ein freier Transfer ist Simon Hoffmann, den haben wir vom Meppen ausgeliehen. Für gerade mal 250 Euro die Woche, hat einen sehr guten Abschluss schon, ne, ist sehr antrittsschnell. Ja, also das ist so ein bisschen das Thema in die Räume reinlaufen, wie es ja Güler tut. Natürlich sind viele andere Werte noch nicht so perfekt, aber für mich war es dann jetzt kein großes Risiko, ihn einfach mal für die 250 Euro in der Woche für den Rest der Saison auszuleihen. Also 3 neue Spieler, 2 sind gegangen und bei einem Spieler, da können wir nochmal ganz kurz reingucken, den haben wir gerade zur Probe in der Woche, nämlich Stefan Vanevic, der ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, vielleicht auch nochmal so eine ersatzmäßige Geschichte, hat zuletzt eigentlich in Hansa Rostock, also vorher in allen 7 Spieler, aber davor in der dritten Liga komplett eigentlich durchgespielt, für Hansa Rostock, also auch ein sehr erfahrener Mann, wollen wir uns erstmal anschauen. Ja, so sieht's aus und deswegen schauen wir mal ganz kurz auch auf das Transferbudget. Haben wir nichts mehr weiter, aber wir haben noch 3.500 pro Woche an Gehaltsbudget über, das sollen wir ja nicht überschreiten. Also müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze lösen. Ich zeige euch das gleich in der Aufstellung, wie ich das Thema Pires für mich erstmal gelöst hat. Schauen wir erstmal an, was sonst in der Woche noch gab. Es gab, wird ja jetzt das erste Spiel gegen Bocholt sein, auswärts. Die spielen ausgewogen und flexibel. Verletztenbericht, Galle hat eine Verhärtung der Oberschenkelinnenseite und Wächter eine Knieverdrehung, sind aber beides nicht so wahnsinnig schlimm, gucken wir uns auch gleich an. Ja, Vanevic zum Training hatten wir ja schon gesagt. Und unsere U19 hat er auch schon wieder gespielt, das war aber davor. Die Testspiele haben wir jetzt gleich nochmal auf dem Schirm. Da, das erste Spiel der U19 in der Rückrunde, 2-0-Sieg gegen Hombergs U19, also weiterhin erfolgreich, 6 Punkte Vorsprung. Ja, in der Woche an sich war, wie gesagt, auch nichts weiter. Das ist jetzt nochmal hier diese Probetrainingsgeschichte. Platzer hat sich verletzt, ist aber sowieso Torhüter Nummer 3. Und wir kriegen auch keine Angebote für ihn aktuell. Das versuchen wir aber noch in den Fitnesstests. Wie gesagt, Galle kann spielen und Patzler könnte das rein theoretisch auch. Wir schauen nochmal eben auf die Startseite. Da sehen wir nämlich unsere Testspiele, die wir hatten gegen Bremen 2. Haben wir 4-0 gewonnen. War ein ganz erfolgreiches Spiel. Tore durch Güler, Schwers, nochmal Güler und Stiepermann. Haben wir auch in der ersten Halbzeit schon 4-0 geführt. Auch nach 16 Minuten schon 3-0. War wirklich ein klasse Spiel. Danach haben wir natürlich ein bisschen durchgewechselt. War aber insgesamt ein guter Test. Gegen Köln haben wir dann 0-3 verloren. Zu Hause. Das hat natürlich vor allem Geld gebracht. Aber so schlecht haben wir da gar nicht gespielt. Also gegen den Erstligisten, die auch in Topform oder Top-Besetzung mehr oder weniger gespielt haben. Uth, Thielmann, Kruse, der auch 2-mal getroffen hat. Ljubicic. Also da waren schon gute Namen dabei.
Trotzdem haben wir 8 zu 11 Schüsse, also 0,66 XG war sicherlich kein schlechtes Spiel. Und dann haben wir in Hannover gespielt, das haben wir auch vor allem wegen des Geldes getan, da haben wir nämlich 25.000 für gekriegt, für uns sehr viel Geld, haben wir nur 1-0 verloren, das war also auch da gar nicht mal so schlecht. 14 zu 6, also wir sind ja jetzt die Auswärtsmannschaft, 0,85 sogar im besseren XG, also kann ich auch sehr mit zufrieden sein. So liefen die Tests, heute ist dann das erste Spiel gegen Bocholt und da wollen wir dann jetzt auch wieder reinstarten, nachdem wir so einen kurzen Überblick über die Winterpause bekommen haben. Schauen wir uns mal den Gegner an. Wir haben es vorhin schon leicht gesehen. Die spielen im Tiki-Taka, in einem 4-4-2. Gordon Wild hier mit 6 Toren, 3 Vorlagen. Piatek, 8 Tore, eine Vorlage. Gar nicht schlecht. Grundbeste Note mit 8 Vorlagen auch. Muss man auch darauf aufpassen. Sicherlich auch ein starker Spieler. Wir schauen nochmal, was hier in den Leistungen so zu sehen ist. Defensive vor allem hier mal. Wo sind sie denn? Bocholt da. Chancenverwertung des Gegners ist relativ hoch. Das heißt also, könnten dann doch mal ein bisschen mehr aufs Tor schießen. Vielleicht gelingt uns da was. Scoutbericht, wie gesagt, das ist der Trainer Kai-Uwe Jendrusek. Da gehen wir aber nicht weiter rein. Da gehen wir mal in die Aufstellung und dann zeige ich euch auch, wie ich mich da jetzt gerade im zentralen Mittelfeld entschieden habe. 662 Karten sind verkauft. Ich würde Stiepermann als Metzeler bringen. Das war ja vorher die Position von Pires. Einfach auch, wenn man sich die Werte anguckt. Stiepermann ist ja fast im Mittelfeld überall zu gebrauchen. Aber guten Abschluss, gute Ballannahme, gutes Flair. Ne? Die Weitschüsse, die passen dazu. Sein Passing dann ohne Ball natürlich. Also von daher auch die Ausdauer, die er da mitbringt, für diese Position nach außen zu gehen. Also finde ich ganz gut. Aber wir werden es auch mit Angreifen machen. Dann haben wir da nämlich noch mal ein paar bessere Möglichkeiten. Und letztendlich der Ersatz dann dafür ist Demming. Den habe ich mir auch mal angeschaut. Der ist eigentlich da auch ganz gut für zu gebrauchen. Ne, Ballannahme, Antizipation, Entscheidung, Antritt ist ganz gut. Nervenstärke jetzt nicht so ganz. Tackling aber auch wichtig, dass er da die Bälle vielleicht gewinnt. Passen mit 15. Weitschüsse immerhin 10. Ja, Dribbling haben wir jetzt mal eingestellt, dass er ein bisschen weniger dribbeln soll, bei Stärke 6 nur. Aber dafür mal ein bisschen mehr Risiko in den Pässen mit 15 geben kann. Also, das ist durchaus eine Möglichkeit. Wir haben ja dann noch Walde Drama, der auch eine Option war und weiterhin ist, aber eher als Ersatz. Und wir haben noch den Chouangue, den jungen Spieler, den hätten wir jetzt auch noch. Und wir testen ja, wie gesagt, jetzt gerade Vanevic, ob das auch noch eine Option sein kann. So sieht's aus. Steinmetz ist erstmal auf der Bank, genauso wie Hoffmann. Wir würden also wieder mit Güler und Prokop beginnen, haben aber jetzt ein paar mehr Alternativen. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt erstmal wieder reinkommen. Das Training in der Woche war übrigens sehr schlecht. Ihr seht die roten Werte hier. Da war jetzt nicht so wahnsinnig viel hinter. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir das im Spiel jetzt umsetzen. Das gefiel mir natürlich nicht so sehr. Wir werden unseren Gegner jetzt eben hier einstellen. Wild haben wir gesehen, stark. Grund war auch sehr stark. So werden wir das machen. Aber an unserer Grundtaktik, wir spielen auswärts, erstmal jetzt nichts ändern. Die ist ja grundsätzlich auch gut vertraut, wie ihr seht. Position, Rolle, da arbeiten wir gerade im Training auch dran. Also da würde ich jetzt nichts dran ändern. Guck mal eben, ob ich da irgendwas eingestellt hatte in den Freundschaftsspielen, was jetzt dann nicht so weiter zurückziehen war jetzt eher eigentlich ursprünglich eingestellt, haben wir aber ja jetzt nicht mehr gemacht, wobei die Defensivlinie eigentlich tiefer stand. Ne? Ja, würde ich gegen die auch mal machen, dann lassen wir das mal so. Gut, dann lasst uns reingehen in die Rückrunde zum Auswärtsspiel beim ersten FC Bocholt. Haben ja ein bisschen was aufzuholen übrigens, habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Köln zweite. Oh, hat keine Rückennummer. Das müssen wir noch eben schnell einstellen. Kölns zweite. Na, 12 ist aber für die Fans, ne? Dann nehmen die 16. Köln zweite hat gewonnen, ist insofern wieder ein bisschen weiter an uns vorbeigezogen. Ist wie es ist. Müssen wir mit leben. Aber das heißt, wir müssen nachziehen. Das wäre ganz gut. Favorit würde ich jetzt nicht sagen. Das Ergebnis kommt von ganz alleine. Wird Prokop gern mal ein bisschen motivieren. Demming mit der neuen Position ebenfalls da dran und Stiepermann auch. Sind aber alle relativ gelassen mit der ganzen Geschichte.
Ja gut, dann gehen wir so rein und schauen mal, ob wir auch gelassen bleiben als Trainer hier draußen. Bocholt in Weiß, wir in unseren blau-roten Trikots. Und da ist es 1-0. Das geht ja gut los. 1 Minute 15 gespielt. Und Demming, glaube ich, mit der Vorbereitung. Mann nach dem Einwurf. Der neue Mann weg mit einer Vorbereitung. Wunderschöne Flanke. Güler ist da, köpft und trifft. 0-1. Minute 2 war es dann letztendlich. Und Demming mit der Vorbereitung. Das beruhigt mich ja so ein bisschen. Hatte gerade noch so gedacht, zu erwähnen nochmal, dass Pires natürlich einige Vorlagen gemacht hat. Aber zack. Macht es Demming auch. Güler, wunderschön auf Prokop. Boah, fast gegrätscht. Und da ist Demming auch. Selbst mit einer Chance. Guter Einstand für den Spieler, der nicht neu ist, aber auf einer neuen Position spielt. Die Spieler sind übrigens auch ein bisschen eingespielter, also die von der Bank kommen. Da müssen wir auch mal dran denken. Das habe ich jetzt auch mehr vermehrt gemacht. Dort nicht nur die Einwechslung bei eigenen Testspielen, sondern auch Testspiele mit der U19 gemacht, damit dort auch mal die Spieler, die von der Bank kommen quasi, ein bisschen Spielpraxis kriegen. Dann können wir auch mehr Vertrauen haben in die, wenn sie dann eingewechselt werden. Darum ging es mir. Zweite Ecke Stiepermann, aber die bringt gar nichts. Müller ist schon verwarnt. Mit Güler übrigens, Thema Vertragsverlängerung, da haben wir schon verlängert. Aber erst Beginn Anfang nächsten Jahres, also Anfang der nächsten Saison. Ich sagte das ja bereits beim, glaube ich, letzten oder vorletzten Mal. Da müssen wir aber noch weiter dran gehen. So, jetzt stehen wir da völlig ohne Mannschaft. Ja, ein bisschen dümpelt das Spiel jetzt hin. Stiepermann jetzt auch mit Gelb. Hier der Freistoß. Demming holt den Ball wieder. Wieder Stiepermann draußen. Und jetzt stoppt Schwers. Güler. Ah, schade. Wenn der durchkommt, ist Prokop da. Schade. Jetzt Stiepermann aufpassen. Drei Minuten Nachspielzeit. Und das war's. Pause 1-0 für uns. Schon mal sehr gut. Wir schauen mal hier kurz über die Demming mit drei entscheidenden Pässen. 76% der Pässe kommen grundsätzlich an. Die Vorlagen haben wir gesehen. 6,8 für Stiepermann. Macht weiter so. Das ist wenigstens jetzt mal begeisternd. Das ist schon mal gut. Der Gegner ändert erstmal nichts. Und wir würden auch erstmal nichts ändern. Fällt mir soweit ganz gut. Demming ist allerdings ein bisschen angeschlagen. Da müssen wir drauf aufpassen. Er holt sich von einer Blasur. Wenn er sich erholt, dann ist er gut. Sonst müssen wir gucken, dass wir da reagieren. Machen wir erstmal so weiter. Zweite Halbzeit. Weiter geht's. Freistoß. Oh, auf das Netz. Demming immer noch etwas angeschlagen. Ich glaube, wir wechseln jetzt gleich mal. Wär's. Ah, der war nicht so gut. Wickel hat den Ball. Gucken, ob wir uns den wiederholen können. Direkt. Ah, aufpassen. Ah, Langer hat die Pranke ausgefahren. Ich glaube, die haben auch da vorne gewechselt. Oder ist der Name? Ich wollte gerade sagen, der war mir jetzt noch nicht so bekannt. Wir werden aber beim eigenen Eckbank gegen uns jetzt noch nicht wechseln. Das ist immer sehr schlecht, finde ich. Langer hat den Ball sicher. Frank hat auch Gelb gesehen, deswegen, wir gehen jetzt mal rein. Ein bisschen was zu tun. Einmal Hanke. Vorsichtig in den Zweikämpfen.
Wir schauen auch mal, ach, wobei er spielt auch mit 6-3 jetzt nicht wahnsinnig gut. Da könnten wir genauso wechseln, ne? Das machen wir auch, dann brauchen wir das gar nicht machen. Übrigens Salah für ihn. Und für Demming, wie gesagt, der gut gespielt hat, aber angeschlagen ist. Und Prokop, die beiden würde ich auch nochmal wechseln. Dann bringen wir jetzt hier Rama als Box-to-Box. Da geht es um ein paar Dinge sicherlich. Gehen da durch, ne? Also wenn man das jetzt einfach nur vergleicht, sieht man das ja hier oben. Ohne Ball plus 5, Ausdauer plus 4 passen und vor allem Tackling. Das ist natürlich jetzt gerade, wenn wir ein bisschen defensiver sind, nicht so gut. Was haben wir denn sonst noch für eine Option? Tahiri, genau. Ah, ist auch schlecht, das ist Tackling zwar ein bisschen besser. Was ist Hagemann? Auch nicht so. Also das ist nicht die perfekte Geschichte dann. Über Stiepermann hier rüberziehen. Das ist im Tackling auch nicht besser. Was ist eigentlich mit Henkel? Auch nicht wahnsinnig besser. Wir haben schon mal geschaut, dass das Peitz rein theoretisch noch spielen kann. Die Position. Gar nicht so schlecht dafür. Was hat er denn für eine 6,5? Und Tahiri dann im defensiven Mittelfeld. Das wäre jetzt auch nochmal so eine Umstellungsgeschichte. Ich würde es ein bisschen besser finden, mal eben Tahiri wegen dem Tackling angucken. 9. Und wenn ich Rama mal vergleiche, 7. Natürlich der bessere Spieler, aber ich würde mich so entscheiden. Peitz geht auf Demming-Position und Tahiri bekommt die Chance hier im defensiven Mittelfeld. Ich gucke mal eben, ballerobernd ist er auch. Soll aber auch verteidigend spielen, ist auch der Fall. So, und bei Prokop müssen wir jetzt überlegen. Ach, ich habe da übrigens gar nicht. Das gar nicht richtig eingestellt hier. Deswegen sind die beiden neuen Spieler gar nicht mit dabei. Jetzt kam nur Hagemann, aber das bringen wir auch. Der hat auch wieder so ein bisschen eingespielt. Das passt schon. Gut, drei Wechsel. War noch eingestellt von den Freundschaftsspielen. Von daher war das jetzt ein bisschen dusselig. Sah glücklich aus. Come on. Bringt es über die Zeit. Oder macht hier das zweite und den Deckel drauf sozusagen. Jetzt hat Peitz auch Geld gekriegt. Aufpassen, Ecke. Der Freistoß. Schön geklärt. Süle. Jetzt habe ich es aber. Der neue Salau, Tahiri. Da haben nicht so viele Spiele gemacht. Und Bühler mit dem Kopfball. Schade. Noch 8 Minuten offiziell. Angenommen. Der Ball kommt nicht an. Aufpassen, Bocholt mit Wild. Und dann macht er das gerade. Meine Güte, was für ein Pisskack. Entschuldigung, aber. Und wenn wir jetzt übrigens auch sofort wechseln, jetzt können wir wieder ein bisschen offensiver gerne werden. Rama kommt für Peitz, der sowieso nicht gut spielt. Hagemann soll angreifend sein. Wir wollen jetzt hier ein bisschen mehr. Wir gehen auf ausgewogen. So ein Driskack, ehrlich. Das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Ermutigen nochmal. Wir haben noch 7 Minuten. Noch ist nichts vorbei hier. Rama. Salah. Wir lassen uns den Ball da auch zu einfach abnehmen. Stiepermann, Hagemann, Hagemann. Oh, was für ein Ding. Ich breche zusammen. Den muss er machen. Haben wir doch direkt die Chance. Gelbe Karten ohne Ende. Ruhiges hier vom Schiedsrichter auf beiden Seiten. Komm, nächste Chance. Schwer's. Hitdick verliert den Ball. Die haben übrigens auch nochmal gewechselt. Da 5 Minuten Nachspielzeit ist, muss ich da nochmal was einstellen. Dieser Pharao da oben, den hat man noch nie am Schirm.
sieht man Claire beim eigenen 16er. Bringt aber nichts ein. Immer noch 4 Minuten. Kommt, Leute. Einmal Lucky Punch, bitte. Stiepermann. Salah. Der bringt ein bisschen Wind rein, habe ich das Gefühl. Güler, aber... Wow. Der Abschluss. In Chancenverwertung sind wir übrigens nicht gut in der Liga. Das haben wir auch ein bisschen trainiert. Man sieht wieder, dass wir weiter trainieren müssen. 10-9 Schüsse. Ja, ungefähr. Also vom XG ist es ausgeglichen und von daher auch gerecht. Aber es ist so ärgerlich, dieses doofe Tor da noch. Hagemann noch mit der Riesenchance da. Das muss er machen. Stieper war mit einem guten Spiel. Ja, Salah hat ein bisschen Frische reingebracht. Deming mit einem guten Debüt auf der Position. Gefiel mir schon. Aber wahrscheinlich zu wenig, muss man sagen. Obwohl noch früh ist. Wir schauen uns nochmal die Ergebnisse der anderen an. Vor allem die noch da oben spielen. Wie gesagt, Gladbach 2 hat jetzt auch noch am 7-0 gegen Lippstadt gewonnen und zieht damit an uns vorbei. Und selbst Wiedenbrück gewinnt 3-2 in Aachen und zieht ebenfalls an uns vorbei. Auf einmal ist man Vierter. Das ist alles eng da oben, aber ne, wenn wir jetzt die beiden Gladbach 2 und Wiedenbrück mal wegnehmen, dann sind wir trotzdem 7 Punkte weg vom Tabellenplatz 1. Und der ist nur berechtigt für den Aufstieg. Ne? Ich meine, wir sollen Dritter werden. Das ist so das Ziel. Ne? Da wären wir mit zufrieden. Aber klar will man immer versuchen aufzusteigen. Ist ja auch unser Projekt letztendlich. Ja, heute hat es nicht so geklappt. Wir müssen warten. Das nächste Spiel ist dann aber schon in 7 Tagen zu Hause gegen Rot-Weiß Aalen. Und wie ihr es ja von mir jetzt kennt, bei dem Spielstand machen wir jetzt hier mal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit dem Spiel gegen Aachen und gegen Aalen und alles das, was natürlich in der Woche war. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Spiel gegen Rot-Weiß Aalen. Gehen wir also mal rein, was in der Woche so gewesen ist. Vor allem die Spiele, die noch nach uns stattgefunden haben, sind nicht uninteressant. Einmal hier, das hätte ich jetzt fast vergessen. So sind wir jetzt richtig. Und zwar hatte Münster auch noch mit 3-0 gegen Rödinghausen gewonnen an dem Sonntag und ist auch noch an uns vorbeigezogen. Und an diesem Spieltag gab es dann schon das Spiel, das Köln 2 zwar verloren hat, aber gegen Gladbach 2. Und damit ist Gladbach 2 mit 40 Punkten jetzt Tabellenzweiter. Wir haben 35, müssten dringend gewinnen, um den Anschluss da oben nicht zu verlieren. Wie gesagt, unser Spiel dann heute zu Hause gegen Rot-Weiß Aalen. Wir schauen uns an, was in der Woche noch so war. Einmal der Scout-Bericht, ausgewogen und flexibel. Den Rest wie immer später. Dann habe ich nochmal versucht, Montag und Patzler abzugeben. Ist uns bisher nicht gelungen. Das Training von Vanevic, Probetraining ist beendet, habe ich aber eine Woche verlängert. Man sieht jetzt schon so ein paar Werte, die vielleicht ganz interessant ist. Werden wir uns dann Mitte der Woche entscheiden, denn das Transferfenster schließt ja am Mittwoch. Also bis dahin muss ich dann eventuell noch was getan haben, wenn ich sage, er ist was für uns. Letsch, nur zur Info für alle VfL Bochum-Fans, ist entlassen. Naja. Schade eigentlich für ihn. Wir werden es nicht übernehmen. Bin ich auch gar nicht in der Lage geradezu. Also bin ich nicht stark genug, auch meine Leistungen hier nicht, muss man so sagen. Ja, was gab es sonst noch in der Woche? Die U19 hat wieder gespielt, nämlich 3-0 gegen Schwarz-Weiß Essen gewonnen. Nächster Sieg, also sehr, sehr stark. Da müssen wir übrigens auch noch mit den Verträgen uns anschauen. 2 Tore von Wächter übrigens, 2 Vorlagen Baumer. Das waren so ein bisschen diesbezüglich die Spieler des Spiels. Und Pittling hat einen neuen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und das ist auch noch interessant. Ich habe auch Stiepermann einen Vertrag angeboten, so als extremst wichtiger Spieler für uns. Schlüsselspieler würde ich ihn mal nennen. Aber er hat abgelehnt mit den Worten, dass er sich nicht vorstellen kann, dass wir ihn überhaupt bezahlen können. Also von daher, da haben wir gar keine Chance, mit ihm zu verlängern. Gerade zumindest. Hoffentlich ändert sich vielleicht nochmal was daran. Wir bleiben dran. Das ist der Fitnesstest für das Spiel gegen Aalen. Prokop könnte spielen, Patzler ebenfalls, ist aber natürlich nicht wirklich im Kader. Schauen wir uns eben noch Rot-Weiß Aalen an. Gegenpressing mit einem 4-4-2. Bulut 9 Tore, Lekesis 8 Tore, 2 Vorlagen. Hier Hecker, auch der Flügelspieler mit 3 Vorlagen. Thuma ebenfalls 3 Vorlagen, 1 Tor. Auf jeden Fall über die Außen auch nicht ungefährlich. Wir schauen nochmal kurz diese Leistungen hier an. In der Lufthoheit haben sie die wenigsten gewonnenen Kopfbälle.
Könnte man mal so ein bisschen angehen. Und hier haben sie allerdings die meisten Tacklings versucht, aber die Zweikampfquote ist auch nicht gut. Also vielleicht mal ein Thema Pressing nochmal. Ein Thema haben wir mal im Hinterköpfchen. Gehen wir mal in die Aufstellung hinein. Ich habe mir Folgendes vorgestellt vor 1931 Zuschauern hier übrigens am Stadion am Zoo. Salau wird mal spielen. Von Anfang an hat das beim letzten Mal besser gemacht, viel besser als es Hanke gemacht hat. Bekommt die Chance mal von Anfang an in der Saison mal kurz zu schauen. Hat er auch 3 Spiele von Anfang an gemacht, insgesamt 13 Einsätze, damit 6,69 in der Note. Schauen wir mal, er bekommt die Chance. Ansonsten werde ich in der Abwehr hier nichts ändern. Deming hat ja, wie gesagt, gar nicht verkehrt gespielt, ist auch so weit wieder fit. Was sagt denn hier das Herzchen, wenn ich genauer drauf gehe? Ausgeruht, also war vielleicht nur eine kleine Blessur aus dem Spiel. Prokop und Güler vor dem Sturm, aber jetzt werden auf jeden Fall Steinmetz und Hoffmann mitfahren. Ich lass mal Hagemann draußen, hat er ja auch eine Riesenchance vergeben, ne? Hat ein Tor gemacht, ja, 8 Einsätze. 6,6 im Schnitt. Ich mach's mal mit den beiden Neuen. Das Training war in der Woche ein bisschen besser. Stiepermann nicht ganz so motiviert. Vielleicht auch wegen der Vertragsgeschichte. Wir wissen es nicht. Wir schauen uns den Gegner mal an. Das war auch nicht schlecht hier, wenn ich mich recht entsinne. Auch über die Außen. Von daher müssen wir aufpassen. Ansonsten, ja, wir haben ein Heimspiel. Wir müssen mal ein bisschen mehr geben. Sie sind zweikampftechnisch nicht so stark. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen in der Partie wirklich mal auf ausgewogen und wir werden ja, mehr aufrücken ist es dann letztendlich nicht. Wir werden tatsächlich mal das Pressing etwas mehr ansetzen. Das wäre jetzt mal die Idee für dieses Spiel. Aufgrund der Schwäche des Gegners. Sachen lassen wir so. Auch über das häufigere Flanken, aber aus der Tiefe Flanken. Das nehmen wir mal raus. Das hatten wir nämlich sonst eigentlich auch nicht. Häufiger ist ja gut, aber alles andere schauen wir uns an. Gut, dann rein ins Heimspiel gegen Rot-Weiß Ahlen. Andreas Zimmermann ist der Trainer bei Rot-Weiß Ahlen, die zuletzt ganz gut drauf waren. Letzte 5 Spiele haben sie 4 Siege, eine Niederlage. Platz 6 sind also auch hinten dran. Wir sind ja nur noch Fünfter. Von daher aufgepasst, dass sie uns nicht auch überholen. Ist schon ein extrem wichtiges Spiel. Ja, ich würde die Formthemen mal ansprechen, dass wir uns aufdrehen müssen. Definitiv, wir werden auch mal alle motivieren, alle Mannschaftsteile und hoffen, dass wir damit erfolgreich sind. Rein geht's. Anstoß haben wir in unseren schwarzen Trikots übrigens. Allen komplett rot. Hat man auch selten beim Heimspiel, dass wir dann die Ausweichtrikots anziehen müssen. Langer Ball von Stiepermann auf Bühler. Der macht nochmal einen Schlenker. Und dann Stiepermann in der Mitte. 1-0. Wieder frühe Führung, ähnlich wie im letzten Spiel. Leider hat er doch den Ausgleich gekriegt. Das soll uns heute nicht passieren. Bühler mit einer sehr guten Vorbereitung hier. Zweimal den Spieler schwindelig gespielt. In die Mitte. Stiepermann ist da, macht seinen dritten Treffer, glaube ich. Oder war es schon der vierte? Na, auf jeden Fall. Seinen nächsten Treffer in offensiverer Position. 1-0. Gute Chance. Güler mit dem Kopfball nach Vorarbeit von Salau. Das sah auch schon besser aus. Kommen ganz gut rein hier ins Spiel. Und jetzt gibt es 11 Meter. Irgendwas passiert da wieder. Dusseliges. Mensch, 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 Mensch. Komm mal auf. Ist mal Zeit zum Halten. Jawohl, er hält. Itter verschießt. Manor fällt, wie auch immer, sehr, sehr nice. Und Güler geht direkt im Konter durch auf der Seite. Ah, die Flanke kommt nicht an, schade. Aber Langer wollen wir natürlich mal loben für diese Parade. Und jetzt aber aufpassen, wieder die Chance durch Uta jetzt.
guten Anfang. Es war eine etwas bessere Phase. Ich würde sagen, wir machen mal unsere gewohnte Vorsichtig-Taktik vielleicht zurück. So ein bisschen gerade den Drang von Aal ein bisschen einbinden. Aber schwer ist auf Poker. Der raus auf Salau und dann rein zu Sühler. 2-0. Salau mit der Vorlage war genau richtig, ihn zu bringen, und Bühler heute mit Tor und Vorlage. Prokop eine sehr schöne Spieleröffnung. Salau ist da und dann eiskalt verwandelt. 2-0 von Bühler. 26. Das ist nochmal beruhigend. Sané hat allerdings Geld gesehen. Wir müssen jetzt reagieren. Wieder Bühler. Deming. Der Schuss ist nicht ganz so berauschend, aber muss er auch noch versuchen. Ja, gutes Spiel. 7-2 Chancen, oder beziehungsweise Schüsse. 0,8 XG und wir sind wieder im Vorwärts dran. Sané mit der Flanke, Stieper mal fast. Und dann Salau. Macht er mal in der Mitte sich ein bisschen zu schaffen, aber leider der Schuss geht rüber. Aber weiterhin gutes Spiel. Lang auf Bühler, der ist wieder durch und dann ist der Gegenspieler aber auch irgendwie mit da und behindert ihn da. Ist ja auch sein Job, ne? Ja, sehr gute Mannschaftsleistung, viele grüne Noten, ihr seht es da unten. Und wir machen weiter Druck, Stiefermann, und was war das? Böse Karte. Nachspielzeit, die sind rum. Ja, sehr gute erste Hälfte. Bin ich sehr mit einverstanden. Das muss man den Leuten auch sagen. Ihr habt sehr an der Wand gespielt. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Elfmeter nicht drin war, ganz klar. Wobei Langhoff hat das gehalten. Das ist jetzt auch nicht immer nur Glück, ne? Jetzt hat Bühler auch noch gelb gesehen. Vorsichtig bei ihm. Und dann würden wir so bleiben. Wir sind ja hier schon ein bisschen zurückgegangen. Unsere Ursprungstaktik sah ja an, wir können einmal das schnelle Fortsetzen mal lassen und von hinten auch rausspielen. Das schnelle, die Ursprungstaktik war ja weiter zurückziehen, ne? Ich würde das aber noch so lassen. Wenn die zwei Änderungen machen, was sie gerade besprochen haben, keine Wechsel, rein in Halbzeit 2, das dritte machen und dann ist hier Feierabend. Komm. Salau mit einem guten Spiel auch. 7,7. Auch zweikampftechnisch gut unterwegs. Und vor allem immer wieder mit dem Angriff. Wie hier mit der Flanke. Und dann ist es wieder Bühler. Aber drüber. Stiepermann. Und Pitlick. Gerade den Vertrag verlängert. Nicht verstanden, was ab der nächsten Saison, aber weiterhin sind wir hier echt sehr, sehr stark. Dahl auf Prokop, der noch ein bisschen nicht so auffällig. Prokop, Stiepermann, Bühler. Das kann das dritte sein. Peitz hat auch gelb gesehen, Bühler. Sané, und da ist Prokop mal, aber zur Ecke abgewehrt. Wenn jetzt einfach eine Ecke geklappt hätte, dann hätte ich gesagt, was ist heute los? So, wir müssen mal eben kurz Pause machen. Bei Peitz ist es wieder so, dass wir da komplett umstellen müssen. Defensive Mittelfeld verteidigen, das dauert aber ein bisschen länger, bis ich das da so gecheckt habe. Wir würden auch, achso, das ist sowieso noch nicht durch, wir würden aber jetzt auch den Wechsel mit Pitlick machen. Das war jetzt meine Intention. Der Gegner hat auch gewechselt, passt. Ja, Pitlick, da wäre Steinmetz ja derjenige, der dort quasi ihn ersetzen soll. Bekommt also hier seine erste Chance von Anfang an. Peitz mit Gelb und nicht so ein Wahnsinnsspiel. Komm, wir bringen Tahiri, wir müssen auch die jungen Leute mal
fördern. Da habe ich jetzt Vertrauen zu. Der ist auch motiviert. Was ist denn das erste Spiel? Gibt es da auch irgendwie? Fragen wir das mal. Terry hat das Freundschaftsspiel auch nicht schlecht gemacht, von daher habe ich da auch Vertrauen. Dann verliert er allerdings den Zweikampf. So, da kein Elfmeter mehr. Aufpassen da jetzt. Und vielleicht doch mal nochmal die Defensive anschauen. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass wir da was ändern können und wollen. Verzögern können wir jetzt mal, was die Torhüter angeht, und zurückziehen. Das war's noch. Wir wechseln nochmal. Der neue Hofmann kommt jetzt rein für Güler. Das ist auch so ein bisschen seine Position da vorne drin. Stoßstürmer angreifen, das passt. Und wir können noch einmal wechseln. Demming, Stiepermann. Rama für Stiepermann heute. Trainingsleistung, wie gesagt, nicht so gut. Vertrag nicht unterschrieben. Dann ist er auch mal dran, was die Wechsel angeht. Rahmer zieht sich direkt gut ein. Picknick. Schwers. Oh, nicht schlecht. Der hat das Konterspiel übrigens auch getroffen. Gegen Bremen. Ist ja auch nicht so häufig aufgetreten. 5 Minuten noch. Das sollte es doch hier gewesen sein. 21 zu 4 Schüsse, 1,93 XG. Also war schon ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Jetzt aber nochmal aufpassen. Jawohl, Lange hat den Ball. Schwers. Salau. Rama. Der ist frisch. Der Schuss wird geblockt. Der hätte aber auch nach innen passen können. Ecke hat Saime. Dann gewesen sein. Die Nachspielzeit ist jetzt gleich rum, in dem Moment nämlich. Und dann war es das. Souveräner 2-0 gegen Sieg gegen Ahlen. Die eingewechselten Tahiri mit 6-9, schaut mal, gar nicht schlecht. Salona heute mit einem richtig guten Spiel, wie die Defensive allgemein, inklusive Teuta. Also das war richtig klasse. Stein mit 6,6, da würde ich ganz gerne mal kurz drauf schauen. Tahiri 75%, 2 Bälle abgefangen. Und Steinmetz auch 85%, sonst nicht so auffällig, ein Dribbling. Alles gut. Okay, gut gemacht, schöner Sieg für uns. Das haben wir am Anfang häufig gesagt und da lief es ja auch gut. Die anderen Mannschaften, die mit uns oben stehen, schauen wir nochmal, wer da noch wer. Strehlen ja nicht mehr so genau, Fortuna Köln besiegt, aber wir haben uns dadurch erstmal auf Platz 3 wieder geschoben mit 38 Punkten. Münster spielt allerdings noch und Wiedenbrück auch, also da kann es dann nochmal anders aussehen. Gut, dann schauen wir noch schnell auf den Terminplan für die nächste Woche. Wir spielen einmal in Wattenscheid und zu Hause gegen Düren. Das sind die nächsten beiden Spiele. Und dann kommt übrigens der Pokalfight gegen Rot-Weiß Essen im Achtelfinale. Das wird sicherlich auch spannend. Aber das beim übernächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.